Heute erzähle ich einen Schwank aus meiner Jugend. Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, gründeten ein paar Freunde und ich unsere allererste gemeinsame Punkband. Und wir fingen an zu spielen und es machte uns einfach mega Bock. Und wie das so ist, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt und man Spaß daran hat, fängt man an, sich mit der gesamten Materie auseinanderzusetzen. Und so interessierten wir uns nicht nur für Bands, sondern auch die Labels, die dahinter stecken. Und wenn man so im Punkrock-Bereich unterwegs ist, da kommt man an Labels wie Epitaph, Fat Wreck, Hellcat Records nicht vorbei. Das ist vollkommen klar. Aber wir wollten halt auch lokale Labels, also aus Deutschland oder Europa, für uns entdecken. Natürlich auch immer mit der Hoffnung, dass wir selber bei einem dieser Labels unter Vertrag kommen würden. Leider hat das musikalisch bei mir jetzt nicht so gut hingehauen. Und dann gab es ein kleines Label aus Nürnberg, was diesen großen Playern aus Kalifornien für uns echte Konkurrenz gemacht hat. Das Label Concrete Jungle Records, das war früh, irgendwann so um 2004 rum. Und das war unser absolutes Lieblingslabel aus Deutschland. Ein Label, was so nach außen strukturiert war, wie halt eben diese Labels aus den USA, die wir schon so lange kannten. Es hatte eine wahnsinnige Ästhetik, die Grafiken waren alle mega. Es war damals immer mein Traum, irgendwann eine Platte auf diesem Label rauszubringen. Leider habe ich als Musiker es nie geschafft, bei diesem Label unter Vertrag zu kommen, aber das ist überhaupt nicht schlimm für mich, weil dieses Label hat letztlich doch noch eine Platte für mich gemacht. Und zwar die A Global Mess Compilation. Und die zeige ich euch heute. Und so sieht das Ganze aus. Limited colored splatter vinyl, including 12 pages LP size booklet. Naja, ich habe ja jahrelang bei Plattenfirmen gearbeitet und das erste, was ich in meinem Praktikum vor 1000 Jahren gelernt habe, ist folgendes. Wie öffne ich eigentlich eine Vinyl, eine zellophanierte Vinyl? Einfach die offene Seite nehmen und nicht irgendwie anfangen mit dem Fingernagel oder irgendwie so einen Quatsch zu machen, sondern einfach hier auf der Hose reiben und durch die Hitze geht das auf und man kann das Zellophan ganz leicht abreißen und ihr macht die schöne Hülle mit euren abgekauten Fingernägeln nicht kaputt. Vielen Dank an Tobbe für diesen Trick fürs Leben. So. Jetzt haben wir die Platte aus dem Zellophan rausbekommen. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber das ist ein richtig schön mattes Cover. Das ist nicht, glänzend, sondern da ist so eine Beschichtung drauf. Hinten übrigens drauf zu sehen, der Felix und die Diana. Und, weil wir darüber sprachen, Autofokus, lass mich nicht im Stich, das Lay hier. Das sollte das Concrete Jungle Logo sein. Ein Booklet. Aber nicht nur irgendein Booklet. Das ist ein 16 Seiten LP großes Riesenbooklet. Kann ich euch mal zeigen. Da sind viele schöne Bilder drin von den Bands, die auf diesem Sampler sind. Jeweils mit einer kleinen Geschichte, wie wir diese Band kennengelernt haben. Boah! Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Concrete Jungle Logo. Er will. Jetzt ist in so einer Hülle nicht nur das Booklet drin, sondern natürlich auch eine Schallplatte. Und diese ist in unserem Fall nicht schwarz und auch nicht einfarbig, sondern
1, 2, 3 farbig. Ein gelb, pink, grün, Splatter, Explosion. Mit insgesamt 12 Bands drauf. Das Ganze wird übrigens auch digital veröffentlicht, also ihr könnt das bei Spotify, Apple Music etc. dann auch hören ab dem 24. Mai. Allerdings ist hier auch ein Bonustrack drauf. Und? Das war's noch nicht. Für alle, die irgendwo hängen geblieben sind zwischen Vinyl und Spotify, ist hier nämlich noch eine CD drin. So, das war's. Wir haben schöne Hülle, schöne Platte, riesenschönes 1000-Seiten-Booklet. Und eine CD. Als ob das nicht völlig klar wäre. Dies war natürlich ein Werbevideo für unsere Platte. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich.